Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen noch in der Hearthstone und übrigens. Hä? Hört man das? Meine Nachbarn klopfen, heute ist Sonntag, Digga! Es ist unglaublich. Wir spielen noch in der Hearthstone und zwischendurch wird es wahrscheinlich klopfen. Da müsst ihr einfach mal ein Auge zudrücken oder drei. Wenn ihr jetzt zwei Personen seid, dann muss die eine halt das eine Auge noch offen. Ihr kennt das Spiel. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass wir vielleicht nochmal ein normales Spiel machen. Das würde ich jetzt auch nochmal wahnsinnig gerne machen. Ich bin zwischenzeitlich, was total abgefahren ist, auf Gold 2 aufgestiegen. Das finde ich sehr cool. Das habe ich hauptsächlich mit dem Priester gemacht. Mit dem Priester spiele ich gerade quasi nur und ausschließlich, wie man hier an dem Level auch sieht. Das ist jetzt neben dem Krieger der einzige, der Level 20 ist und auch schon kurz vor 21. Das Blöde ist hier, die Quests, die beschäftigen sich gar nicht mit dem Priester. Und damit wir jetzt hier diese 60 Gold mal irgendwann mal abgreifen, ne, da spielen wir jetzt einfach nochmal den Krieger und gucken mal, was passiert. Das mache ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so gerne. Ich finde, das Deck ist okay, aber auch nicht Gott. Deswegen müssten wir eigentlich mal wieder Arena spielen, damit wir irgendwelche Packs kriegen, damit wir wieder geile Karten kriegen. Ja, mal gucken, ne? Oder halt Staub, damit man sich Karten basteln kann. Ich glaube, mir fehlen noch ein, zwei geile Kriegerkarten, die man da noch hinzufügen könnte. Aber ja, generell bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Deck. Jetzt schauen wir doch einfach mal, was hier passiert. Letzte Runde lief ja wunderbar. Zweimal gewonnen, ne? Ah, shit. Jetzt spielen wir gegen Priester. Nur das war ja klar, ne? Priester sind OP, meiner Meinung nach. Ich habe letztes Spiel hier vor dieser Aufnahme kurz, habe ich irgendwie mit dem Priester gespielt. Lass ich mich hier erstmal gucken. Wollen wir das alles mal lassen? Ich glaube, ja. Das ist alles gut. Habe ich mit dem Priester gespielt und der Typ, gegen den ich gespielt habe, hat mich auf ein Leben gebracht. Ein fucking Leben. Und der hatte selbst über 20 und ich habe das Ding noch gerissen. Ich habe das Ding noch umgedreht und ihn fertig gemacht. Deswegen ist der Priester OP, weil der hat so viele Karten, die auch relativ günstig sind, die er alle kombinieren kann. Ist jetzt meine Meinung, ne? So, die Tante spielen wir nicht aus. Alles andere können wir eh nicht machen. Oder, warte mal, fügt zwei zu... Ach so. Naja, wir könnten diese Waffe hier aufsetzen, ne? Das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir können hier schon mal Anfangsschaden machen. Ich meine, klar, er kann sich ein bisschen heilen, aber vielleicht will er andere Karten ausspielen mit seinen zwei Mana gleich. Und wir haben noch einen Schlag für die nächste Runde. Wer weiß, vielleicht kriegen wir damit seine Klerikerin weg, die er gleich spielen wird. Wenn er schlau ist, spielt er sie nicht. Wenn er jetzt eine Klerikerin... Ah, schade. Okay. Ich habe gehofft, er spielt jetzt eine Klerikerin, wo noch wir... Alter! Alter! Habt ihr das gehört? Es ist Sonntag, Digga! Mann, ey. So, weiter geht's. wir könnten... Ich glaube, wir machen eine ganz klassische Kombi. Ich meine, wir können ja eh nichts anderes machen. Wir geben uns Amor. So, und dann hauen wir den kaputt. Damit haben wir keinen Schaden genommen und der ist dope geblieben. Ein ganz klassischer Move. Ich nenne ihn den... den rostigen Nagel. Ach, shit. Okay, das mit dem rostigen Nagel muss ich mir jetzt merken. Jetzt hat er natürlich... Jetzt hat er eine Traumkombi gespielt. Jetzt hat er die Klerikerin gespielt und schützt sie mit einem Spott. Das fügt zwei zufälligen feindlichen Dienern zwei Schaden zu. Jetzt pass mal auf, Digga. Jetzt pass mal auf. Da habe ich mal was vorbereitet. Swip, swap. In the bed. Oh. Oh. Soll ich dir ein Taschentuch holen? Soll ich dir vielleicht ein Taschentuch holen? Oder... oder willst du ein OB haben? Oh, Mann. Ich freue mich ja schon total auf so ein Turnier, ne? Ich lebe ja in Berlin, wie viele von euch schon wissen. Und hier gibt es eine Bar, die heißt Meltdown. Und das ist eine Gaming-Bar, eine E-Sports-Bar. Und dort war ich zuletzt. Und war bei so einem League of Legends-Turnier dabei. Hab ein bisschen Bierchen getrunken und so. Und hab mal die Leute... Sag mal, es ist Sonntag, Digga! Und hab mal die Leute gefragt, was ist denn mit Hearthstone eigentlich? Ist das mal eine Option? Ist das mal eine Idee? Und dann meinte er, ja, ist bald soweit. Geht bald los. Warte mal, muss ich mir ganz kurz überlegen. Mein Impuls wäre jetzt, die Tante hier zu spielen, weil dann haben wir drei Diener auf dem Board. Mit fünf Potenzial. Alternative wäre jetzt, der hier einen 2-2er zu geben mit 3-3. Dann wäre das gleiche Potenzial auf dem Tisch. Wir könnten ihn aber schon mal zwei abziehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was hat der Priester für Karten? Der könnte die Nova spielen, oder könnte er? Ja, könnte er nächste Runde spielen, da hat er 5 Mana. Die Nova würde allen zwei abziehen, dann wären... Ah, komm, wir spielen die hier.
Und wir gehen schon mal da drauf. Weil dann könnten wir nächste Runde... Oh, shit. Guck mal, nächste Runde könnten wir... Ja. Okay. Sowas. So, dann stellen wir noch... Schau mal, das Handy noch lautlos. Sehr professionell. Sehr, sehr professionell. Oh, die Honeyblum schreibt. Ja. Alles gut. So. Kommen wir mal zurück zum Wesentlichen. Er vernichtet Mondina. Mit dieser sehr... Ich finde sie sehr toll, diese Karte. Die ist sehr, sehr praktisch. Ich habe nur noch eine davon im Deck. Ich habe zwei, also zwei so ähnliche. Einmal die hier und einmal die, die mindestens einen Diener kaputt macht mit mindestens 5 Angriff. Beide sehr stark. Wie ich finde. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was hat er jetzt gemacht? Er hat jetzt die Tante, die Drachling-Mechanikerin getötet. Und hat mit dem hier mir Schaden gemacht. Ja, das war ganz schlau von ihm. Und jetzt haben wir hier Optionen, ne? Jetzt haben wir hier Optionen. Kampfschrei. Ich glaube, das ist gut. Ich frage mich, ob. Ich glaube, das ist eine gute Nummer, wenn wir jetzt hier den verletzten freundlichen Diener töten. Sein Spott weg, kostet nur 1. Und dann spielen wir noch die Tante hier, die macht. Die macht uns noch eine Waffe hier parat. Gutes Deutsch, ne? Sehr gutes Deutsch. Das machen wir jetzt. So, tschüss. Spielen wir dich noch. Und die Waffe nutzen wir die gegen den hier, damit und so. War das jetzt schlau? Ja. Wir hätten auch den hier aufopfern können, also traden können und dann den Schaden hier machen können. Dann wäre der aber tot. Und so lassen wir doch etwas auf dem Board, worum er sich halt kümmern muss, ne? So, wir sehen gerade, die Tante hier mit dem Gottesschild wird hier einfach mal for free die Arati-Waffenschmiedin töten. Und sie wird es überleben, obwohl sie nur ein Leben hat, wegen des Gottesschilds. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Außer natürlich, ich spiele hier diesen Spott. Oder ich verleihe ihr +1/+1, aber das ist witzlos. Wir machen das mal so. Wir spielen den Spott. Wir spielen den Spott. Jetzt könnten wir natürlich mit dem... Ach, warte mal. Okay. Wir könnten mit dem Drachen das Gottesschild wegmachen und sie dann töten. Oh, boah, das wäre total doof. Ah, die zu traden, das würde mir sehr wehtun in meinem Herzen. Dann machen wir das Gottesschild mit uns hier kaputt, machen wir dem Drachen die Tante kaputt und dann machen wir noch 3 Schaden auf den Priester. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wobei... Fressen wir halt Schaden, ne? Fressen wir halt 3 Schaden. Aber so machen wir halt... Es ist schwer. Trommelbombe schreit wahrscheinlich gerade rum. Und sagt, nein! Aber so machen wir es jetzt. Ist eigentlich egal, womit ich... Naja, komm. Ich werde so oder so 3 Schaden fressen. Sowas. Fertig. Mann. Gut, aber jetzt haben wir Bordkontroll. 6533. Wir haben hier Möglichkeiten. Wir können hier mit der Blutelfen-Klerikerin buffen. Oh, nee. Ach, nee. Guck mal, davon habe ich gesprochen, ne? Ja. Die habe ich auch im Deck, in meinem Priester-Deck. Sehr, sehr nützlich. Gerade bei diesen großen Spott-Kreaturen. Eine super Sache. Super Sache. So. Wir könnten spielen den Gurabashi. Das finde ich jetzt aber nicht ganz so sinnvoll. Wenn wir den spielen würden, würde er... Wahrscheinlich den hier buffen und ihn töten. Oder er würde ihn angreifen und was anderem noch den restlichen 2 Schaden machen. Was wir machen können, ist den Spott spielen. Dann ist er zumindest schon mal beschäftigt mit dem Spott. Ja. Was haben wir hier noch als Option? Wir können den Spott spielen und die Klerikerin. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich würde sagen, Spott auf jeden Fall. Dem Spott jetzt +1/+1 geben, finde ich witzlos. Ich würde sagen... Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich weiß nicht, ob ich die Klerikin jetzt spielen soll, um den zu buffen. Ja, komm, wir machen jetzt mal hier den Viererschaden.
Und hoffen gleich auf irgendwie, weiß ich nicht, diese 5-Schaden-Waffe oder so. Das wäre jetzt so ein Ding, worauf ich ein bisschen hoffen würde. Diese 5er-Waffe plus noch den hier machen, wenn er einen zweiten Diener spielt. Ja, genau. Und dann traden wir das hier, wenn wir diese Karte ausgespielt haben. Mal gucken, was er hier macht. Ich meine, vielleicht geht er ja auch unseren Spot. Nee, er hat eine Karte parat für den Spot. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wahrscheinlich die mit mindestens maximal 3. Nee. Ah, okay. Klingt jetzt beschweigen. Finde ich jetzt nicht so doll. Ich meine, gut. Heilt ihn wieder. Okay. Ja, pff. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wenn ich die hier spiele, dann hat der noch ein Leben. Und dann müsste ich... Ah, aber dann würde der... Dann hätte er auch nur noch einen Angriff. Und dann würde jeweils mein Diener überleben, mit dem ich angreife. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann hätte ich noch... Dann hätte ich noch 6 Mana. Und dann würde ich dann den Gurabashi spielen? Würde ich dann den Gurabashi spielen? Oder doch lieber diese Karte? Weil dann würde ich die jetzt zuerst ausspielen. Er hat 2 Karten. Was kann er damit schon großartig machen? Ich finde, wir spielen... Die hier. Manchmal muss man auch einmal entscheiden, ne? Guck mal, sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich das hier spielen. Nee. Ach so. Ja. Komm, wir spielen das jetzt. Weil das ist eine gute Sache. Weil dann ist der hier tot. Und dann machen wir das hier. Und jetzt würde ich... Warte mal, nächste Runde haben wir 9. Das heißt, wir können nächste Runde... Den spiele ich jetzt noch nicht. Weil nächste Runde spielen wir dann beide und dann können wir mit dem Gurabashi direkt angreifen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Idee gut. Oder, Tommy Bommel, schreib mal was in die Kommentare bitte. Guckst du überhaupt noch zu oder bin ich dir zu schlecht? Vogel. So, zeug mal her, Digga. Zeug mal her, Digga. So, Spot ist schon mal eine Hürde. Ja, es ist schon mal eine Hürde. Für mich an sich. So, warte mal. Wieso ist jetzt meine Stoppuhr hier aus? Das ist nur, weil... Ah, da ist sie. Okay. So. Wir haben sehr, sehr gute Karten. Den Gurabashi jetzt zu spielen, ist wiederum... Also in der Kombination mit dem hier, ist wiederum nicht so schlau. Weil ich müsste den hier angreifen. Hätte nur noch 2 Leben. Der würde überleben. Ah, das geht mir jetzt auf den Sack. Also der hier zusammen mit dem hier wäre ganz okay. Dann würde ich mit dem und einem von dem den hier wegtraden. Dann wäre immer noch der auf dem Tisch. Und wir hätten noch Mana zum Armor stacken. Andererseits, naja, wie gesagt, diese Kombi ist sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Dann machen wir das jetzt so. Zack. Zack, zack, der ist dann weg. Tschüss. Mit dem hier drehen wir den noch weg. Tschüss. Und dann haben wir hier noch genug Geld dafür. Machen hier noch Armor und könnten, wenn er den jetzt nicht tötet, in der nächsten Runde trotzdem noch mit dem Gurabashi direkt angreifen, mit dem Ansturm. Es ist und bleibt spannend, ne? Es ist und bleibt spannend. Ich habe Board Control, ich habe mehr Leben, er hat Kartenvorteil. Was? Was? Den kenne ich nicht. Verdoppelt den Schaden und die Heilung eurer Zauber- und Heldenfähigkeit. Oh Gott. Oh shit. Okay, den muss ich töten, Leute. Den muss ich ganz dringend töten. Hier habe ich ein Potenzial von 5. Das reicht nun bei Weitem nicht aus. Aber jetzt... Achso, 5 plus A. Ah, sehr gut. Dann sind die zwar beide tot. Also alle tot. Aber der muss weg. Der muss weg. Ah, guck mal, jetzt habe ich sogar noch... Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich nur kurz die Reihenfolge überlegen. Wenn wir mit dem Gurabashi angreifen, ist der tot. Wenn wir 3, 3, 6... Lassen wir den hier leben? Welchen lassen wir leben? Den Gurabashi können wir nicht am Leben lassen. Oder?
Wenn wir mit dem und dem angreifen, sind das 6. Können wir den noch nehmen und dann überlebt der Gurabashi. Gut gespielt. Wie, habe ich jetzt schon 20? Wieso sagt er gut gespielt? Nee, habe ich noch bei weitem nicht. Wir wollen den hier töten. Wir wollen den hier töten. Wir lassen den Gurabashi am Leben. Zack. Wieso hat er immer wieder gut gespielt gesagt? Wir hatten noch jetzt nur, was hatten wir da? 6? 8 irgendwie. 8 Potenzial. Ist jemand verletzt? So, jetzt kriegt er Card Draw. Das nervt mich. Diese Karte wird jetzt eine Weile überleben. Und zieht jedes Mal eine Karte, wenn er sie heilt. Ich würde sie schon, also ich könnte sie auch einfach nicht angreifen. Aber mit dem Gurabashi jetzt angreifen ist eine super Sache, weil er dann aktiviert wird. Dann habe ich mehr Attacke und kann den Spot spielen und ihn schützen. Das machen wir jetzt. Sowas, sowas. Und hoffen aufs Beste. Wir haben jetzt ein Potenzial von 11 auf dem Tisch. Und viel mehr Leben als er. Er hat eine Klerikerin. Die kann man erstmal ignorieren. Also es wäre total schlau, sie zu töten, weil er dann nicht mehr Karten zieht. Guck mal, das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Er hat noch so eine Karte auf der Hand. Und jetzt spielt er noch einen Spot und jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Er hat ein 4er-Potenzial auf dem Tisch. Okay, das verleiht mir 4 Angriff. Das finde ich jetzt auch nicht so dolle, du. Wir könnten jetzt seinen Spot töten. Und ihm dann 4 Leben abziehen. Oder ihr. Das bringt aber auch nicht so viel. Fuck. Ja, komm. So machen wir's. So machen wir's. So machen wir's. So machen wir's. Es fehlen einfach die Alternativen. Freunde. Er wird jetzt diesen Spot töten. Mit seiner Klerikerin, er wird, also wenn er nicht eine andere geile Karte hat, die das erledigt. Oh, da, ah, okay. Die wird eh überleben und die kriegt immer mehr Leben. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen mehr auch. Ja gut, das war klar. Jetzt hat er noch 2 Karten, ne? Heilen, na klar, 3 Karten. 7 Mana. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Na los, Digga. Was geht ab? Okay, das fand ich jetzt nicht so schlau. Die hätte ich mir aufbewahrt für, wenn ich noch Dina auf den Tisch lege. Ja gut, die kann man spielen. Macht relativ viel Schaden, wenn sie denn auch mal überlebt. Gucken, was er auf der Hand hat. Ich muss unbedingt diese Klerikerin töten. Das würde ich jetzt auch als nächstes tun, wenn er jetzt nicht irgendwie diesen Hund hier weghaut. Wie heißt der? Kernhund. Ja, lass mich raten, du heilst sie. Fünf Schaden, na ganz toll. Heilt sich dabei, heilt sie noch, kriegt eine Karte. Ja, ganz Ding-Sack. Und was ist das hier eigentlich für eine Karte? Warum habe ich die nicht? Die brauche ich dringend in meinem Priester-Deck. Gucken, was die kostet, wenn man die herstellen möchte. So, oh shit, wann ist das denn passiert? Wann ist das denn passiert? Ist jetzt den Angreifer? Oh, fuck you. Oh, shit. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wenn ich den jetzt spiele... Den brauche ich gar nicht spielen. Den brauche ich gar nicht spielen. Der wäre eh weg. Außerdem, glaube ich, muss ich das hier machen. Das heißt, ich müsste ihm hier 2 Angriff geben. Was nicht so schlau wäre. So, er ist in der viel... Oh, shit, 16 Leben, Alter. Aber warum hat er denn nicht gewartet mit dem, Gleichsetzen von Leben und Angriff bis zu dieser Runde, wo er ihr Leben verdoppelt hat? Da hätte sie jetzt 16 Angriff, aber... Ach, Verursacher, nochmal 5 Schaden. Oh, das läuft ja super hier. Das läuft ja ganz toll. Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich, echt. So,
2 Angriff. Wenn wir dem jetzt 2 Angriff geben, hat er 6 Angriff. Bringt uns rein überhaupt gar nichts. Aber da wir eh jetzt schon tot sind, ich meine 8. Ah, shitfuck. Shitfuck, Arschsalat. Sollen wir ihm jetzt hier die 6 abziehen? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das jetzt machen. Der stirbt. Und er hat immer noch 10 Leben. Nö, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Gut, er hat nur noch 4 Karten auf der Hand. Das ist angenehm. Das heißt, wir halten uns jetzt am Leben, solange es geht. Und hoffen, dass er gleich keine Karten mehr hat und dadurch Leben verliert. Er ist auf dem besten Weg dahin. Leider natürlich, ja, hat er halt Karten, mit denen er Sachen machen kann. Na, zieht noch eine Karte. Sehr gut, hat noch 2. Leider hat er viel zu viel Angriffspotenzial. Gerade in der nächsten Runde. 8 plus 6. Es sind 14. Es sind 14. Gut, wir haben immerhin Spott. Den haut er aber gleich mit einer dieser Karten hier weg. Ach, shit. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Was ich jetzt machen kann, ist wenigstens... Entschuldigt bitte. Ja. Was? So, ich glaube, ich bin tot. Ich mache dem mal Schaden, weil und so. Ob wir hier 10 leben? Nee, ich bin tot. Ich bin tot. Weil jetzt haut er mit dem einen Spott, haut er meinen Spott weg und macht dann 11 Schaden. Und ich habe nur 10 Leben. Ich habe keine Karten mehr. Ja. Ah, noch. Ja, geht noch schneller. Ja, jetzt mach schon. Gut gespielt. Tschüss. Ja. Ach, verdammt. Schade. Nun gut, wieder mal kein Sieg. Ich brauche doch Siege für Gold, Leute. Ich habe mal letzte Folge erwähnt, ich will mir noch ein Pack kaufen, ein Paket mit zufälligen Karten drin. Ich glaube, das werde ich lassen. Ich werde einfach Arena spielen und hoffen, dass wir da weit kommen und da jetzt irgendwelche Belohnungen kriegen. Denn es ist ja möglich, mit der Investition von 150 Ingame Gold auch 2 Packungen oder mehrere zu kriegen, wenn man weiterkommt. Und eine Packung kostet, glaube ich, wenn man sie so kauft, 100 oder 150. Das heißt, es ist möglich, da mehr rauszuholen. Und ich glaube, ich meine, man kriegt immer mindestens eine Packung bei Arena raus. Deswegen werden wir uns nicht einzelne Packungen kaufen. Vielleicht irgendwann mal mit echt Geld so eine kleine Einmalinvestition in Hearthstone. Ich glaube, das werde ich aber erst machen, wenn das Spiel komplett raus ist. So richtig, so echt, damit auch keine Gefahr besteht, dass meine Karten nochmal gewiped werden. Und dann machen wir uns einen Spaß daraus, ganz viele Packungen aufzumachen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.